90 war gebunden. Plus 80 Häuser. You will discover the foreign village. Schmutzige Insassen, die Bekanntheit von Feuer nicht können. Also können den Holz liefern, dafür Geld kriegen. Machen wir doch das. Bogenschützen. Ah, Barbaren bekämpfen muss ich auch noch. Ein Dorf draus machen. Und hier hole ich mir tatsächlich mal das Holz raus, würde ich glatt sagen. Diesmal. Ui, ich habe viele Vagabunden, wenn ich ehrlich bin. Ich muss es mal ein bisschen ruhiger angehen gerade. Ich wachse gerade zu schnell. Also wirklich zu schnell. 206, ich krieg diese Leute nicht unter. Mehr Häuser. Ich brauche einfach mehr Häuser. Viel mehr Häuser. Ich komme gerade. Ja, von mir aus, dann sollen die Leute sterben. Ich komme gerade nicht dagegen an. Wenn ein paar Leute sterben, ist mir das relativ egal. Ja, noch mehr Essen. Ich kann das Zeug alles nicht machen. Nutzen. Das ist richtig. Das ist gerade richtig schlimm. Die wachsen einfach zu schnell. Ich komme nicht hinterher. Was könnte ich noch machen? Da bin ich noch am Arbeiten. Vielleicht gehen wir hier einfach mal auf. Ne, da warte ich noch, bis ich das hier fertig habe, weil da kommt wieder was. Lass ein paar Leute sterben. Und eine weitere Krise. Ui. Ach nee, das ist ein Free Housing. Das wäre nicht ganz so schlimm gewesen. Nicht gut. Ja, das könnte ich versauen gerade.
Ja, ein paar Vagabunden haben wir jetzt. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es problematisch werden könnte, so schnell hintereinander. Zu schnell zu wachsen ist einfach nicht gut. Oh, die nächste. Von mir aus, dann sterben halt ein paar von denen. Und danach ist gleich die nächste Krise. Häuser sind halt echt gerade ein Problem, wenn die kaputt gehen. Der Workshop ist nicht so wild, außer es ist das Holzding. Gucken, dass die Gefahr sinkt. Freie Häuser habe ich nicht. Das werde ich vielleicht abzu... Vielleicht kriege ich es gleich abgewendet. Danach kommt noch eine Krise. Na, vielleicht warten wir die einfach noch ab. Die Leute können von mir erst sterben. Na Gott sei Dank. Oh, die wollte ich gar nicht aufnehmen. Nee. Häuser. Schlammziegel, bitte. Gott, habe ich viele Leute. Das Ding muss repariert werden, unbedingt. Das bringt mir halt passiv Holz noch zusätzlich. Das brauche ich jetzt gerade mal. Jetzt muss man erstmal warten. Ich habe jetzt schon verlieren sehen. Die Krise wird immer schlimmer und je schneller ich drauf drücke, um sie zu verhindern, umso schlimmer mache ich sie, glaube ich, auch. Ich muss mal gucken, dass ich die Krisenwahrscheinlichkeit ein bisschen senke. Aber das sinkt ja ebenfalls. Sägemühle. Verbessern klingt erstmal echt gut. Habe ich nicht auch die anderen jetzt? Ja, sehr schön. Damit kann ich mehr anfangen tatsächlich. Ja, das ist wesentlich angenehmer mit besseren Häusern. Ah, Bode. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber jetzt machen wir mal ein paar Bogenschützen. Da kann der Klicker ein bisschen runtergehen. Und die Vagabunden werden weniger. Von mir aus sollen ein paar Leute sterben.
Nochmal Miliz und das war's. Nachdem ich die Bogenschütze habe, gucke ich mal, dass ich hier mal ein paar andere Sachen mache. Das brauchen wir gerade nicht. Hügel vor. Das Ding bitte. Das muss jetzt repariert werden. Die Peitsche bitte. Passt aktuell noch. Na, gucken wir mal, dass wir nach und nach ein paar andere Sachen noch verbessern hier. Boah, Level 22. Ein paar von denen wären jetzt nicht schlecht. Ich erzeuge schon wieder Vagabunden. Das ist echt nicht zu knapp. Oh, die Sägemühle aufrüsten. Klingt schon mal gut. Ein Wald. Los. Los. Sägemühle, dann ein bisschen Steine. Nee, Steine. Ich brauch's jetzt. Baut, 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 baut. Vagabunden sind nicht lustig. Ist halt blöd, dass du immer wieder von vorne anfängst, fast. Einmal noch. So. Sägewerk. Das Ding zu verbessern ist unglaublich wichtig. Wollten wir Gold klauen, diese Penner. 72. Sie have discovered a foreign deposit technology you have never seen before. Heimlich stehlen, kaufen. Versuch es nachzubauen. Kostet nichts. Ist hier nicht noch mehr Wald? Nö, gerade nicht. Muss gucken, dass ich die... Warte mal, kann ich hier noch mehr? Kannibalen, Kannibalen. Ach, das wird auch... Je weiter weg es ist, umso länger dauert es auch. Danach gucken wir mal nach der Lumbermill nochmal. Das hätte ich jetzt schon ganz gerne langsam.
Und dann sehe ich schon wieder, dass wir Vagabunden erzeugen. Gefällt mir auch nicht so gut. Jetzt haben wir Wände. Das ist schon mal wesentlich besser. Ein Steinbruch. Sehr schön. Den ich schon ganz gern. Muss die Vagabunden loskriegen. Nein, keine Vagabunden. Das hier klingt gut. Gratis Technologie. Ich hätte es nicht gedacht, aber mit diesen extra Arbeitern fährst du auch richtig gut. Mehr Schaden für die Einheiten, das finde ich auch gut. Ein Rad? So, oder wenn ich das Ding habe, dann, wenn die schon mal 200% mehr Schaden machen, dann sage ich nicht nein dazu. Die Bevölkerung wächst so pervers schnell. So, Steinbruch bitte. Kostet Stein. Warum brauche ich Stein, um einen Steinbruch zu bauen? Die brauchen doch eigentlich Holz. Aber wenn ich dann erstmal habe, dann habe ich wenigstens ein permanentes Steineinkommen. Jetzt haben wir ein leichtes Minus. Klaut mir echt Gold. Vagabunden? Nein. Ja, okay. Scheiß auf das Holz. Ach ja, ist natürlich jetzt einer beschäftigt, deshalb... Steinwelle brauchen wir nicht, aber den Steinbruch brauchen wir, dass wir erstmal automatisch Stein generieren. Auch wenn es mich jetzt gleich wieder einen Arbeiter kostet. Weizen. Permanent Weizen mehr, finde ich gut. So, Autostein. Natürlich jetzt schlecht für unser Essen. Marktplatz. Ich auch gerne, auch wenn wir jetzt gerade einen ziemlichen Verlust haben. Na toll. Blutdurstige Kelten.
Ja, wenn die ein paar Leute töten, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aha. Kannibalen Community Center. Die Gefahr, dass ein Krieg ausbricht, ist nicht so schlimm, dass direkt ein Krieg ausbricht. Steuern? Nee. Gehen da hin und dann können wir auf Hefe gehen. Bitte das Ding reparieren. Irgendwas habe ich auf jeden Fall verbessert. Gut, den Markt als nächstes von gerne. Village. Holen wir uns die Dörfer. Holen wir uns den Stein. So. Hefe bitte. Mehr essen. Oh ja. Ja, verkaufen wir das. Ein paar Steinwände schaden nicht. Ach du Scheiße. Oh. Schon teilweise echt heftig. Boah, 1200, die kann ich unmöglich aufnehmen. Steinbruch. Guck mal, dass wir die nach und nach holen. Ah gut, Steinball. Das ist schon richtig so. Hefe, sehr schön. Reiter. Ach, mir fast schon egal, wie lange der Reiter braucht, aber ich muss mal gucken, habe ich noch bessere Häuser? Ja, das habe ich noch, aber ansonsten ein paar bessere Häuser werden als nächstes nicht verkehrt. Genau das. 1200 Leute, ja, die nehme ich einfach mal so nebenbei auf. Die kann ich jetzt echt nicht aufnehmen. Das wird langsam ein bisschen kritisch.
Jetzt habe ich viel Platz. Bronze. Was mit Bronze weiter? Ne, warte mal. Hier geht's nie weiter. Marktplatz. Steuern. Alter, geht's hier ab. Das ist schon echt irgendwie nicht cool, wenn ich so drüber nachdenke. Wollt ihr mich verarschen? Naja, wenigstens ist das Problem in den Häusern weg. Aber das tut schon weh. Autsch, Milizangriff, Bogenschützen, Häuser bauen. Da, weniger essen. Ich glaube, ich habe gleich wieder so eine Krise, weil das so ein soziales Ding ist, wie es aussieht. Ach nee, doch nicht. Hab mich geirrt. Oh, ein Cottage, ja, damit kann ich arbeiten. Das ist viel wert. Mehr Häuser und dann habe ich die Cottages endlich. Das bringt auch viel. Das bringt mir auch viel, viel schneller den freien Platz, den ich brauche. So, gut. Granary updaten, bitte. Wie viele Leute kommen da? Passt so. Simple Steinhäuser sind schon ganz schön, aber noch bessere Häuser sind noch besser. Ich habe das immer nicht so im Blick, wie sich das hier alles verändert, aber es ist eigentlich schon echt cool, wie sie darauf geachtet haben. Okay, wer könnte das? Okay, das ist Milizschaden. Granary. Ah, die gute Miliz. Ach, das kostet mich... Also, wenn die Miliz einzusetzen, kostet immer ein paar Leute. Muss ich mal drauf achten. Ich dachte immer, das ist immer, wenn die... Ja, nee, das kostet wirklich Leute. Bibliothek... Nee. Steinwand... Steinbruch. Mehr Leute. Habe ich nicht schon das nächste? Cottage, ja, habe ich. Damit kann ich mehr arbeiten. Das geht halt alles schneller.
Ah, es sind noch die ersten, wie es aussieht. Erstmal ein bisschen Stein verkaufen. Aufrüsten geht gerade nichts. Aber ich sehe gerade, wir haben Essensprobleme. Aber das kriegt man nach und nach hin. Windmühle. Wie lange dauert das? Minute 22. Zur Not mache ich hier irgendwas aus. Ja, dann passt es auch wieder. Wenn sie erstmal gleich angegriffen. Also wenn du richtig viel Stein hast und Stein verkaufst, da kommt aber auch ordentlich Geld rein, glaube ich. So.